Eine Absage haben Sie bekommen. Nichtsdestotrotz denke ich, haben wir genug Stoff zum zu diskutieren. Viel Politik. Wir sind alle auf der einen oder anderen Art auch politisch. Insofern werden wir vielleicht nicht aus der Perspektive des Bundesvorsitzenden uns einmischen, aber einmischen ist das sehr erwünscht. Heinrich Böll sagt, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. In diesen Zeiten, in denen es um vieles geht, um auch das große Ganze geht für Menschen, die auf der Suche nach Schutz, Existenz sind, Menschen, die nach Europa kommen, aber vor den Toren Europas krepieren, ertrinken, es nicht schaffen. Das ist das große Thema, was uns alle bewegt, auch echt bewegt. Also nicht nur die Leute, die in irgendeiner Form eine große Empathie und Sympathie für die Menschen empfinden, sondern ich denke einfach auch in der großen Bevölkerung. Zeitgleich in Europa, wo es viel Rassismus, Rechtsextremismus und jegliche Art von Radikalität auch gleichzeitig herrscht. Also wir haben sehr viel Gleichzeitigkeiten, mit denen wir verhandeln müssen. Auch die Verhandlung über Identität und wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ich glaube, künstlerische Räume, Theater, Musik, Kunst, Kultur insgesamt sind auch die Räume, wo die Zugehörigkeit der Staatsbürgerschaft, die Formen der Intervention, der Teilhabe etc. etc. immer wieder neu verhandelt werden. In dieser Stadt gibt es auch unterschiedliche kontroverse Auseinandersetzungen über Teilhabe und Zugehörigkeit. Ich freue mich sehr, hier zwei Künstlerinnen, Kulturschaffende zu haben, die auf ihre Art und Weise sich auch einmischen. Über die Form der Einmischung, über die Themen werden wir diskutieren, weil es einfach viel zu verhandeln gibt, auch viel Stoff gibt, über die wir uns auseinandersetzen. Amelie Teufelhardt ist seit 2007 Intendantin der Kampnagelfabrik Hamburg, Deutschlands größter freien Spiel- und Produktionsstätte für die darstellenden Künste. Davor war sie in Berlin von 2000 bis 2007. Sie war künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Sophiensäle. Und in der Zwischenzeit 2003 war sie auch Vorsitzende des Vereins zwischen Palastnutzung, einer festivalartigen Bespielung des inzwischen abgerissenen Palastes der Republik 2004, 2005. Auch künstlerische Leiterin von Volkspalast gemeinsam mit Matthias Lilienthal, der heute Morgen aufgetreten war. Ihre Verdienste sind viel und lang. Ich mache es einfach kurz. Sie haben im März 2012 den Caroline-Neuber-Preis der Stadt Leipzig erhalten und 2013 die Insignien des Chevalier des Arts et Lettres des französischen Kulturministeriums für ihre Verdienste zum kulturellen Dialog zwischen Frankreich und Deutschland. Herzlich willkommen. Wilfried Schulz ist seit dem Beginn der Spielzeit 2009-2010 Intendant des Staatsschauspielhauses in Dresden. In der Spielzeit 2013-14 hat das Staatsschauspielhaus einen Publikumsrekord von über 250.000 Zuschauern erreicht. Eine beachtliche Leistung. Und er studierte Theaterwissenschaft, Politologie und Germanistik an der FU Berlin und an der Nouvelle Sorbonne in Paris. Von 76 bis 81 war er Lehrbeauftragter, Hochschulassistent an der Hochschule der Künste in Berlin und danach führten ihn seine Karriere nach Heidelberg, nach Stuttgart, nach Basel etc. Ich mache das einfach hier kurz, weil das alles ist im Netz zu lesen und ich möchte einfach direkt ins Gespräch kommen. Ich möchte auch nicht lange drum herum reden. Amelie Teufelhardt ist wieder in der Öffentlichkeit, und zwar mit einem
Ermittlungsverfahren der Hamburger Staatsanwaltschaft, nämlich bei, mit dem Vorwurf Beihilfe zu, ich muss das mal jetzt mal genauer zitieren, genau, Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht für Ausländer, weil sie fünf, glaube ich, Flüchtlingen, Lampedusa-Flüchtlingen Asyl gewährt haben. Was ist vorgefallen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einführung. Also nebenbei machen wir auch noch Kunst, ja. Also wir kriegen nicht nur Preise und so, sondern wir produzieren unterschiedliche Dinge beide. Wilfried mehr Theater und ich so mehr an der Schnittstelle von Theater, Performance, bildender Kunst, Musik und auch so performative Architektur, würde ich das mal nennen. Das mache ich schon lange, habe ich auch in Berlin gemacht, viel mit Raumlabor gearbeitet, viel im öffentlichen Raum gearbeitet und immer wieder auch versucht, öffentliche Räume zu transformieren. Das ist so ein, tja, eigentlich habe ich immer gedacht, ich hätte gerne so einen Ort, wo ich gar keinen Ort habe, sondern nur die Stadt bespielen darf. Und also quasi eine Stadt als Spielort, das ist so eine meiner Visionen für Theater und dafür habe ich mir halt das absolut schlechteste Haus ausgesucht, was es überhaupt gibt, nämlich Kampnagel mit irgendwie eine große ehemalige Fabrik mit 5 bis 9 Hallen, die wir da bespielen und die auch groß sind und eigentlich hat man gar keine Zeit mehr für den öffentlichen Raum. So, machen wir aber trotzdem und dieses Projekt, was wir letzten Sommer initiiert haben, Öko-Favela, ist tatsächlich für mich unter verschiedenen Aspekten ein Phänomen. Das war eigentlich, wir bauen im Sommer immer, also Kampnagel hat ein riesiges Außengelände, was so am Kanal liegt, und wir bauen im Sommer immer eine Art Kunstfestivalgarten, wo der auch so eine Art zwischen Biergarten und Kunstgarten ist, wo die Menschen auch sehr gerne hinkommen. Und das hat auch so einen Hintergrund, dass man Zugangsschwellen zum Theater runterfährt, also dass man den Zugang erleichtert, was ja zwar offline ist, aber ja eigentlich eine Sache ist, über die wir heute auch reden in Sachen Netz. Und wir hatten in den letzten Jahren, haben wir immer so umstrittene Gebäude mit einer Künstlergruppe, das sind Künstler und Architekten, die heißen Baltic Raw, sitzen in Hamburg, hatten wir immer so umstrittene Gebäude in den Festivalgarten transformiert und natürlich viel kleiner gestellt. Das war im ersten Jahr die Elbphilharmonie. Und wir haben dann auch versucht, die eröffnen zu lassen, ist auch ein guter Freund von mir, vom Intendanten der Elbphilharmonie, die ja lange Bauverzögerungen hat, wie alle wissen, und die hieß dann Kanalphilharmonie und das war quasi so eine angedeutete Transformation. Und im nächsten Jahr, da gab es diese ganzen Debatten in Hamburg um die Rote Flora, ist ja ein Begriff, da haben wir Kanalfestspielhaus Flora gemacht und wie das überhaupt noch nicht gebaut war, wir haben in Hamburg, gibt es eine sehr starke, sehr stabile Aktivistenszene, was wirklich eine tolle Sache an der Stadt ist, auch da zu arbeiten. Kamen ein paar Kollegen, unter anderem Christoph Twickel zu mir und haben mich gefragt, ob ich nicht so ein Bettenlager für die Lampedusa-Gruppe für den Winter errichten kann. Das hatten wir einmal schon mal kurz gemacht, um auszuhelfen. Und diese Lampedusa-Gruppe, die waren aber inzwischen seit fast 2 Jahren in Hamburg. 2 Jahren unter vollkommen ungeklärten Aufenthaltsstatus, weil die Gruppe sich genau wie in Berlin, zumindest ein großer Teil der Gruppe, solidarisiert hat und gesagt haben, wir wollen eine kollektive Aufnahme, wir verweigern die Einzelaufnahmeverfahren und dadurch stehen die zwischen Baum und Borke. Und ich habe dann kurz überlegt und habe gesagt, nee, so ein Bettenlager will ich nicht, weil wir eigentlich immer nur nach außen spiegeln, die armen Flüchtlinge. Die leben schlecht, die werden von uns so schlecht untergebracht, wir helfen ein bisschen, aber es sieht alles scheiße aus. Und ich habe dann gesagt, wozu ich Lust hätte, ist, dass man überlegt, ein Projekt, was sehr viel kleiner ist, aber eine positive Botschaft nach außen sendet. Also quasi ein Kunstprojekt, soziale Skulptur, wo auch Interaktion ist über mehrere Monate. Und das haben wir dann zusammen mit Baltic Raw entwickelt, Öko-Favela genannt.
also wenn es dann dazwischen diesen Vorwurf gab, das ist keine Kunst, ist natürlich vollkommen Quatsch, weil wenn ich 5 Flüchtlinge unterbringen will, kann ich eine 3-Zimmer-Wohnung anmieten, ist viel weniger aufwendig, schnell gemacht und dann ist ja schon alles geregelt und keiner regt sich auf. Okay, wir haben also dieses Gebäude gebaut, das war das transformierte, wieder transformierte ehemalige Flora, Kanalspielhaus Flora, die dann isoliert wurde, ein bisschen umgebaut und es ist ein, ich weiß nicht, wer die Arbeiten von Raumlabor kennt, aber eigentlich ist das, das ist halt auch eine schnell zusammengezimmerte Bretterbude, wenn man es mal negativ sagen würde. Sieht ganz gut aus, aber ist am Schluss eine Bretterbude, die wurde aber extrem gedämmt und dann so eine Heizung aus, was war das nochmal, das habe ich jetzt vergessen, aber wirklich technisch was sehr versiert ist, was mit enorm wenig Strom diese 100 Quadratmeter heizt, haben wir mit einer Architekturgruppe die Bedürfnisse der Flüchtlinge, die wurden von der Lampedusa-Gruppe Zentrale quasi ausgesucht. Also wir haben gesagt, wir wollen kein Auswahlverfahren oder sowas machen. Und dann sind die eingezogen am 1. Dezember oder am 2. gab eine kleine Party, also wir haben das auch nicht besonders hoch gehängt. Es gab trotzdem schon seit Sommer relativ viel Medieninteresse, das war natürlich auch ein bisschen zu erwarten. Es gab freundliche Nachfragen im Vorfeld der Politik, aber ohne mir irgendwas direkt zu verbieten, so könnte man das sagen. Und ich dachte, es gibt vielleicht Probleme bei der Genehmigung, das ist ja immer so eine schwierige Sache, wenn man so ein Gebäude hinbaut. Die einfachste Methode, es zu verhindern, ist keine Genehmigung, gab es überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben sogar eine beschleunigte Genehmigung bekommen. Eröffnet, wieder großer Medienrummel. Von Anfang an, genau, beantragt habe ich es vielleicht auch interessant als 6 Monate andauernde 24-Stunden-Performance, weil ich ja keine Wohngebäude in meinen Garten stellen darf. Ja, die AfD fordert ja auch Brandschutz und Genehmigung. Das haben wir alles. Das ist komplett, ich meine, Kampnagel ist eine Institution. Ich habe früher auch andere Sachen gemacht, die nicht so komplett, aber ist schon lange her. In meiner zarten Jugend, aber Kampnagel ist so eine große städtische Institution. Da muss man schon die Sachen genehmigen lassen. Das hat alles seine Ordnung und es gab dann relativ viel Medieninteresse und dann wäre das normal auch das Medieninteresse wieder weg gewesen und dann hat mich die AfD angezeigt, Strafanzeige, gleich am 2. Dezember, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es der AfD was genutzt hat, weil die zerbröseln ja erfreulicherweise schon wieder halb, ja, das ist sehr schön. Unser Projekt hat weitere Medienöffentlichkeit, hat für weitere Medienöffentlichkeit gesorgt, aber auch nicht nur mediale Öffentlichkeit, sondern auch eine große Solidarität in der Stadt von unseren eigenen Technikern, von Mitarbeitern, von unserem Publikum, aber auch von anderen Gruppierungen in der Stadt. Und, das war auch ganz gut, die SPD und die CDU, SPD, wir hatten damals Alleinregierung, SPD in Hamburg, jetzt haben wir die Grünen wieder mit dabei, die mochten das eigentlich auch nicht so, das Projekt, aber nach der AfD-Anzeige haben sich dann alle anderen politischen Parteien solidarisch erklärt mit Kampnagel. Das Projekt ist eigentlich jetzt abgeschlossen, weil wir hatten die Genehmigung bis 1. Mai. Ich habe bereits angekündigt, dass wir ein Folgeprojekt machen. Dazu kommen wir sicher noch später, weil es gab enormes, ich meine 6 Monate mit diesen Flüchtlingen zu arbeiten, auch Diskurse zu führen. Anderes war auch ein öffentlicher Raum. War ein unheimliches Lernen, aber auch ein Lernen, wo man teilweise ja, über Dinge einfach, wie das bei Lernen so ist, von denen wir vorher nichts wussten. Und ich habe bereits angekündigt, dass wir ein Folgeprojekt machen und lustigerweise hat jetzt vor 3 Tagen die Staatsanwaltschaft in Hamburg wirklich Ermittlungen gegen mich aufgenommen, also als ist eine Strafanzeige, also heißt es gegen mich persönlich, nicht, auch nicht als Leiterin von Kampnagel. Und einen Teil haben sie schon abgelehnt, nämlich Veruntreuung öffentlicher Gelder. Dafür hätte man mir nachweisen müssen, dass es kein Kunstprojekt ist. Das ist super schwierig, weil in den Zeiten Josef Beuys und so weiter, ihr wisst schon, Christoph Schlingensief, das ist sehr schwer. Der Teil ist schon aufgegeben und jetzt wird quasi nur noch wegen dem Verstoß gegen Ausländerstrafrecht ermittelt seit 3 Tagen. Und interessanterweise, das ist auch was Tolles, ich persönlich habe noch nie, und dann gebe ich auch gleich weiter an Wilfried, ich habe noch nie irgendwas von der Staatsanwaltschaft gehört. Ich erfahre alles immer nur über die Medien, über AfD, über Facebook und so weiter. Aber ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich überhaupt wirklich angezeigt bin. Mhm.
Gut, wir vertiefen nochmal, was es dann auch für den Diskurs der Stadt bedeutet. Wilfried Schulz, Sie kommen aus einer Stadt, die seit Oktober letzten Jahres auch sehr regelmäßig in der politischen Öffentlichkeit steht. Sie haben sich auch eingemischt durch eine Form, die vielleicht ungewöhnlich ist für einen Kulturstädte und dadurch dann eine gewisse, natürlich viel Solidarität und Zustimmung erfahren, aber auch natürlich Misstrauen, Kritik. Mich würde interessieren, wie hat sich zuerst mal die Atmosphäre in Dresden heute entwickelt? Es gibt Distanzierungen, es verändert sich ja auch, es ist auch eine Dynamik in der ganzen Bewegung. Und zum Zweiten auch, was bedeutet es für die Künstlerinnen und Künstler, die in ihrem Haus arbeiten, mit welcher politischen Atmosphäre? Sie sagen ja auch persönlich, wir brauchen auch eine progressive politische Haltung, um unsere Arbeit verrichten zu können. Was bedeutet in diesem Kontext Progressivität und wie dynamisch verändert sich auch gerade in Dresden in den letzten Tagen? Ja, Amelie, danke der Nachfrage und schönen guten Tag erstmal. Komplex, sehr komplex. Nehmen wir an, es sind lauter Nicht-Dresdner hier. Stimmt nicht? Hallo, guten Tag. Also Amelie, bei uns ist es natürlich erstmal weniger lustig als bei euch. Nicht? Man muss, glaube ich, doch ein bisschen vorne anfangen. Dresden ist wir sind ein ganz normales Stadttheater, sage ich erstmal. Und dieses vertrete ich auch. Das, was ich vertrete, ist die Suche nach einem Weg, Stadttheater in eine Moderne reinzuführen, Stadttheater zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt in einer Stadt zu machen, zu einem lebendigen Mittelpunkt zu machen, auch zu einem gesellschaftspolitischen Mittelpunkt zu machen. Das ist, finde ich, eine vollkommen selbstverständliche Aufgabe. Insofern finde ich auch das, was wir jetzt rund um diese Pegida-Geschichte machen, auch eine vollkommen normale Aufgabe von Stadttheater und gar nicht so besonders aufregend, sondern ich würde erwarten, dass das in jedem anderen Kontext ebenfalls passiert. Und ich finde das auch, wenn ich ein bisschen vorausgreifen darf, sozusagen die Legitimation von Stadttheater, solche Orte in einer Stadt zu bilden und solche Zentren in einer Stadt zu bilden. Was sollte sonst die Legitimation sein? Zu Dresden vielleicht drei Worte. Sie korrigieren mich, wenn es nicht stimmt von rechts außen. Dresden ist... Jetzt hast du den Salat. Das kann ich nie wieder gut machen. Dresden ist eine hochkonservative Stadt. Ich bin jetzt seit 6 Jahren Intendant in dieser Stadt mit einem relativ neuen Team da auch hingegangen. Was mich interessiert hat, ist die Auseinandersetzung mit der Stadt, was natürlich nur geht, wenn man sich reinbegibt und nicht, wenn man von außen drüber redet. Das Theater hat eine gute Geschichte, die sehr an 89 auch orientiert ist, wo dieses Theater innerhalb der politischen Entwicklung der Stadt vor 89 eine große Rolle als ein Konzentrationsort der Intellektuellen in der Stadt gespielt hat. Darauf ist man nach wie vor auch sehr stolz. Nichtsdestotrotz ist Dresden keine Metropole, keine Studentenstadt, überwiegend jedenfalls keine Stadt, eine Stadt, es ist eine Stadt, die sehr stolz ist auf dort gibt es eine sehr ungebrochene bürgerliche Hochkultur, muss man sagen. Das Musikleben der Stadt, auch das Museumsleben der Stadt ist extrem lebendig und man ist auch sehr stolz darauf. Man identifiziert sich sehr stark mit der Stadt. Wir haben in den letzten Jahren ein Programm gemacht, was sich extrem mit der
Geschichte der Gesellschaft beschäftigt hat. Wir haben unendlich viele Stücke und Projekte zum Faschismus gemacht, zur DDR, zum Sozialismus etc. Texte von Ingo Schulze und quer durch und auch jeweils die entsprechenden Diskurse drumherum geführt. Das hat in dieser Stadt auch seine Notwendigkeit, weil Dresden ist eine Stadt der Verdrängung. Und da bin ich beim Phänomen Pegida. Die Dinge werden nicht wirklich kontrovers inhaltlich diskutiert. Sie werden weggewischt. Eine große Rolle spielt dabei, ich weiß nicht, wie Sie historisch zu Hause sind, der 13. Februar. Das ist das Datum, wo Dresden bombardiert wurde, auch die Altstadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Und seitdem empfindet Dresden sich dominant in der Bevölkerung und auch das spielt bei Pegida eine große Rolle als eine Opferstadt des Faschismus, nicht als eine Täterstadt des Faschismus. Diese Begriffe sind nicht von mir erfunden, sondern spielen im Diskurs dort eine große Rolle. Und es hat in der Entwicklung der letzten Jahre sich ergeben, ist zu schwach ausgedrückt, sondern die europäische Rechte hat den 13. Februar sich genommen als ein Zeitpunkt und ein Ort, sich in Dresden zu treffen. Und es hat über Jahre und Jahrzehnte eigentlich gedauert, bis die Stadt damit umgegangen ist und bis sich auch in der Stadt eine Koalition gebildet hat, dieses dagegen anzugehen und dagegen auf die Straße zu gehen, um es simpel zu sagen. Das ist der Ausgangspunkt von Pegida. Wir dachten eigentlich gerade, dass wir mit dieser Aufarbeitung vom 13. Februar etc. an einem guten Punkt angelandet sind, dass Verdrängung reduziert wurde. Jetzt ist Folgendes passiert, dass seit dem 13. Februar, ich brauche nicht wiederholen, was Sie alles der Presse oder auch vielleicht eigene Anschauung entnommen haben, wir hatten einen langen, gefühlt kalten und sehr, sehr grauen Winter in Dresden. Es sind Leute auf die Straße gegangen, die im Kern, also es gibt einen harten, sicher auch rechtsradikalen Kern, das muss man sagen. Das ist auch an der Emblematik der Menschen deutlich und an der Ausstattung der Menschen deutlich zu erkennen. Und drumherum gibt es sozusagen eine diffuse Bevölkerungsschicht, die dann doch angewachsen ist bis auf 20.000, 30.000 in regelmäßigen Demonstrationen. Und das ist etwas passiert, nämlich dass es erstmal keine politische Reaktion in Dresden darauf gegeben hat. Das, was wir heute tun und wie wir uns definieren, und es wäre schön gewesen, auch wenn er nicht schuld ist, aber wenn Cem Özdemir da gewesen wäre, das, was wir getan haben und jetzt tun, hat sehr viel damit zu tun, dass Kunst und Kultur, ob sie will oder nicht, in eine Lücke springen muss, die Politik zeigt. Es ist in diesem konservativen Dresden, sind wenige Leute auf die Straße gegangen, haben sich wenige Politiker geäußert, deutlich geäußert, gegen dieses fremdenfeindliche, menschenfeindliche Pegida-Phänomen. Das hat dazu geführt, dramatisch dazu geführt, dass in der Stadt eine Stimmung entstanden ist, weil selbst behauptet von den Pegida-Vertretern, wir sind die Mehrheit, wir sprechen hier für die Mehrheit. Es ist die Parole zitiert worden, wir sind das Volk, also die 89er-Parole. Wir haben mal gesagt, hoffentlich nicht. Aber und es hat dem niemand widersprochen. Dazu kam vollkommen zu Recht auch eine kritische Außenberichterstattung, die auch dieses Phänomen sehr zentral gemacht hat, sodass im Winter gefühlt in Dresden und auch von vielen ausgesprochen in Dresden in der Luft war, Dresden ist Pegida. Was natürlich Quatsch ist, ehrlich gesagt. Also es
wie in vielen europäischen Gesellschaften gibt es vielleicht 25% oder sowas, die für bestimmte Parolen anfällig sind. Aber dadurch, dass es keinen Widerstand gegeben hat, auch keine wirklich öffentliche Auseinandersetzung, ist das so entstanden. Wir haben an diesem Punkt versucht, die Kulturschaffenden zusammenzuziehen. Wir haben eine Initiative gegründet, WOD, Weltoffenes Dresden. Ich bitte immer, diese etwas schwammigen Begriffe zu entschuldigen. Das sind natürlich, ist keine scharfe politische Agenda, aber das ist das, auf das wir uns einigen können und einigen müssen in Dresden. Das Wichtige in Dresden ist zu begreifen, dass die Asylanten, die Flüchtlinge das Problem sind, sondern dass wir, diese Gesellschaft, das Problem ist, die sich nicht positioniert. In diesen Diskurs sind wir gegangen. Wir machen eine Unzahl von Veranstaltungen. Wir sind eine Diskursplattform, wenn man so möchte. Das finde ich auch im Gegensatz jetzt zu eurer Arbeit für uns das Primäre. Wir stehen mitten in der bürgerlichen Gesellschaft, haben da eine hohe Akzeptanz. Und es hat einen gewissen, jetzt im Frühjahr eine gewisse Befreiung gegeben, als die Kulturschaffenden und das Schauspielhaus sehr stark in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir lassen nicht mit uns verhandeln über gewisse selbstverständliche Standards der Demokratie, wir lassen nicht verhandeln über Menschenfreundlichkeit, über Menschenwürde etc. Das ist nicht die Haltung eines Intendanten oder von 10 Schauspielern, sondern das ist unsere Aufgabe als Kunst und Kultur, als öffentliche Kunst- und Kulturinstitution, dort Stellung zu beziehen, politisch Stellung zu beziehen. Das hat übrigens auch niemand bestritten, außer 10 Leserbriefe oder irgend sowas. Wir sind in diese Lücke gesprungen. Es hat große öffentliche Auseinandersetzung dann auch gegeben. Der Soziologe Bude hat eine große Rede bei uns gehalten. Es hat einen großen Bürgerkongress gegeben, den wir mitveranstaltet haben. Es hat öffentliche Konzerte gegeben, etc. Also viele zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Das hat das Klima, denke ich, durch die vielen Leute, die sich darunter versammelt haben, insofern gedreht, dass dieses Gefühl in Dresden weg ist, das ist die Mehrheit, Pegida. Wir haben den Leuten, und das ist, glaube ich, für Theater und Stadttheater als künstlerischer Ort, aber auch als Diskursort extrem wichtig, weil wo sind die Orte sonst in der Gesellschaft? Wir haben das Klima gedreht, indem wir eine Identifikation für Positionen geboten haben, die vorher nicht in der Öffentlichkeit waren. Das wird hoch honoriert, und wenn nach einer ganz normalen Vorstellung von uns, eine Zeit lang sind unsere Schauspieler immer an die Rampe getreten und haben eine Resolution vorgelesen, nach einer normalen Vorstellung von uns, weiß ich, Schöne Neue Welt, sitzen Regie von Tobel, sitzen 800 Leute abends drin, die Schauspieler eine ganz simple Resolution, übrigens in der DDR-Tradition von 89, vorlesen, das wird quasi zitiert, zur ja, eine Aufforderung zur Toleranz, dann sind da teilweise 800 Leute geschlossen aufgestanden und haben applaudiert. Natürlich zeigt das auch die Schwäche, dass wir das Publikum, unser Publikum, nicht das Pegida-Publikum ist und wir nicht die ganze Gesellschaft erreichen, aber es zeigt auch die Stärke und die notwendige Stärke, einen Identifikationsort zu bieten, Dinge zeichenhaft zu tun für diese Gesellschaft. Letzter Satz, die inhaltliche Auseinandersetzung hat in vielen Inszenierungen stattgefunden. Es ist jetzt langweilig, über Fiesco oder Danton zu sprechen, etc. Aber das ist natürlich der eigentliche Teil unserer Arbeit und unser nächster Spielplan. Sie können das Heft da draußen irgendwie noch analog in die Hand nehmen. Ich komme noch aus einer anderen Zeit. Dann sehen Sie, dass unser nächster Spielplan sozusagen dominiert ist von dieser Thematik, die wir nicht wegbekommen werden. Und ich erschrecke jetzt immer jeden Samstagmorgen, auch wenn die Pegida-Demonstrationen nicht mehr so groß sind, wenn ich beim Bäcker stehe oder wenn ich beim Fleischer stehe
und darüber nachdenke und in Gesichter sehe und denke, waren die noch vor 8 Wochen auf der Demo? Es hat unser Lebensgefühl extrem verändert. So, auch ich mache mal Schluss. Danke. Darf ich direkt was sagen? Ich werfe eine Frage und das ist ja auch an Sie beide. Insofern können Sie gerne dann auch weitermachen. Mich würde aus der Ausführung von Herrn Schulz interessieren, dort, wo es eine politische Opposition zu antidemokratischer Haltung nicht existiert oder wo es eine zivilgesellschaftliche Gegenbewegung fällt, steht dann Kunst und Kultur nicht in der Pflicht, aber in einer gewissen Verpflichtung, die Räume zu schaffen, aber auch nochmal eine andere Haltung zu zeigen, auch Parteinahme zu zeigen. Ja, also ich würde mal sagen, Wilfried und ich sehen das so. Du darfst nachher natürlich selber sagen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das sehen natürlich nicht alle so, aber für mich ist es ganz selbstverständlich, dass man diesen öffentlichen Kunstraum, der uns ja quasi überantwortet ist auf Zeit, dass wir den dazu nutzen, auch in gesellschaftliche Debatten einzugreifen und Stellung zu nehmen. Und Kampnagel zum Beispiel, weil Wilfried gesagt hat, bei uns ist es ganz anders, stimmt halt auch nur halb, also es ist bei uns nur halb anders. Kampnagel ist auch ein Stadttheater eigentlich, ein Theater für die Stadt, nur mit anderer Struktur. Ihr kennt ja alle den Berliner Theaterstreit. Kampnagel ist ein internationales Produktionshaus. Und der Unterschied ist vielleicht, dass mein Versuch noch viel stärker ist, in eine internationale Stadtgesellschaft, die es in Dresden zum Beispiel auch eher viel weniger gibt, in die internationale Stadtgesellschaft reinzuarbeiten und die internationalen Künstler, die zu uns kommen, eingeladen oder die bei uns produzieren, zusammenzubringen, auch mit einem internationalen Publikum, was man längst in unseren Städten hat. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel so eines der ganz großen Zukunftsthemen. Und die Frage von Flüchtlingen, da ist es eben auch nicht so, dass wir hier nur das Camp in Garten gebaut haben und uns sonst nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren damit, sowohl mit Fragen rund um Postkolonialismus, Migration und Flucht, aber auch mit künstlerischen Arbeiten von unterschiedlichen Künstlergruppen, die sich damit auseinandersetzen. Monika Gintersdorfer, Herr Jussom, die seit 15 Jahren mit Unbegleiteten angefangen haben. Vor 15 Jahren haben die angefangen, eigentlich Theater-Performance-Projekte mit Unbegleiteten, damals unbegleiteten Flüchtlingsjugendlichen zu machen. Und wir haben in einem sehr langen Prozess auch für alle einen Aufenthaltsstatus erworben. Mit denen arbeite ich schon, seit ich da bin. Christoph Schlingensief hat mit Via Intoleranza ja auch genau diese Thematiken von Flüchtlingshilfe, kommen sie rüber, wo müssen wir eigentlich angreifen, immer wieder, also damals thematisiert in dem Afrika-Projekt. Und das ist einfach ein Thema, das ist lange da. Und bei uns ist das jetzt halt an dem einen Projekt, ist es so explodiert, dass es halt jeder weiß, dass wir das machen, weil es so viel mediale Aufmerksamkeit gibt. Während natürlich, das wäre dann auch eine Frage nachher an dich, die Frage, wissen jetzt das internationale Leute durch eure Arbeit auch, dass man nach Dresden doch gehen kann oder denken die immer noch, kann man nicht gehen, aber die Dresdner wissen immerhin, was ja auch schon super wichtig ist, wir haben auch noch mal eine andere Identität und wir haben andere Menschen als diese Rechtsradikalen. Hamburg ist ja eigentlich eine konservativ, aber liberale Stadt und hat aber unerfreulicherweise auch immer das Potenzial, so 5-10% der Wähler, dass die dann immer wieder am rechten Rand gefunden werden. Und auch bei der letzten Wahl ist die AfD in Hamburg in den Senat eingezogen, was ja auch nicht so erfreulich ist. Aber in Hamburg, das ist natürlich wirklich eine andere Situation als bei euch, ist es dann doch gefühlt eine Randgruppe und die machen auch nicht so viel Furore wie vor ein paar Jahren die Schill-Partei. Ja, das ist komplex. Also ein Beispiel zur Internationalität.
Also Dresden ist eine Stadt, die sich damit sehr, sehr, sehr schwer tut. Das hat natürlich mit der DDR-Geschichte zu tun. Wir haben, als wir vor 6 Jahren angefangen haben, haben wir mit einem Projekt mit Rimini beispielsweise angefangen. Wung Beng Joy hieß das. Mein Vietnamesisch ist nicht so perfekt, aber was sich mit Vietnamesen beschäftigte, die in der Stadt sind und Gemüseläden haben etc. Also überhaupt mit dem Verhältnis, dass Dresden kennzeichnet, dass es keine Fremden in der Stadt gibt. Das ist ja das Perverse. Nicht? Also ich will jetzt nicht über Prozentzahl reden, das ist verschwindend. Es hat noch niemand in Dresden eine Burka gesehen, man sieht keine verschleierten Menschen, man sieht auch keine Menschen mit Kopftüchern auf der Straße etc. Es ist keine farbige Gesellschaft und das hat natürlich, und das darf man hier in diesen Metropolen nicht ignorieren, das hat natürlich mit der Diversität dieses Landes zu tun und auch mit der unterschiedlichen Geschichte dieses Landes zu tun. Und jetzt ist der Ruf natürlich, und wir haben immer wieder Projekte unternommen, wir arbeiten auch mit den entsprechenden Räten in der Stadt und den Ausländervertretungen zusammen. Es spielt eine große Rolle bei uns in der täglichen Arbeit, also nicht in der Diskursarbeit, die ich geschildert habe, sondern in der täglichen Arbeit, die Bürgerbühne. Ich brauche hier nicht zu erklären, was das ist. Wir haben eine Vielzahl von Projekten gemacht, auch Rimini war ein Teil davon, die versucht haben, sozusagen in Anführungszeichen Fremde in dieser Stadt zu integrieren in diesen bürgerlichen Zusammenhang. Und ich meine bürgerlich immer absolut positiv. Im Sinne der Aufklärung, im Sinne des Fortschrittes etc., dass eine Behauptung von uns in Dresden, bürgerlich ist ein fortschrittlicher Begriff, haben wir versucht, in die Bürgerbühne zu integrieren. Wir machen Bürgerdinners etc. Also es findet auch in der künstlerischen, alltäglichen Arbeit statt. Aber der Ruf ist natürlich extrem ruiniert. Also im neuen Spielplan, wenn Sie das Spielzeitheft aufblättern oder ins Netz gehen, sehen Sie, dass wir eine Bearbeitung auch machen von Unterwerfung, Submission von Houellebecq. Wir hätten fast die Rechte nicht nach Dresden bekommen, weil sozusagen die französische Literaturagentur sagte, Dresden, das ist doch die Stadt wo. Das kriegt man nicht weg. Das ist ganz, ganz schwierig. Und nur weil mein kaufmännischer Geschäftsführer, geborener Franzose, ist und seinen ganzen Charme entwickelt hat und die Möglichkeit zu erzählen, was eigentlich unsere Arbeit ist, haben wir diese Rechte bekommen, werden das machen. In unserem Spielplanheft werden Sie eine Frauenkirche gezeichnet sehen mit einem kleinen Halbmond drauf. Das ist, so versuchen wir damit umzugehen, aber das ist schwierig. Ich glaube, dass wir leben in einer Gesellschaft, meiner Meinung nach, im Blochschen Sinne von großen, großen Ungleichzeitigkeiten. Was hier in Berlin gilt, gilt nicht unbedingt in anderen Städten. Manchmal Gott sei Dank, manchmal leider nicht. Und wir müssen gucken, dass wir mit unserem Spektrum umgehen. Das ist die Aufgabe dieses Theaters. Deswegen ärgere ich mich manchmal auch über Nachtkritik-Kommentare oder was ich natürlich auch lese, weil sehr oft sozusagen nur nach einer abstrakten Radikalität gefragt wird und nicht der Bezug hergestellt wird zu den einzelnen Biotopen, in denen man sich bewegt. Das ist eine Aufgabe. Ich glaube, Ausgangsfrage, ich glaube, dass man den öffentlichen Raum behaupten muss. Wir wissen alle, dass der öffentliche Raum immer schmaler, immer enger wird, immer privatisierter wird. Die Theater, also man kann jetzt, wenn man eine Analyse macht, Pegida, wer äußert sich dagegen, wer macht Veranstaltungen etc., kann man sehen, wo sind die Reste von öffentlichen Raum? Ist sehr interessant, kann man eine Analyse machen. Bisschen in der Universität, die ein aktiver Partner von uns ist, in den Kirchen. Und in der nur teilkorrumpierten Presse sozusagen ist auch noch ein Teil öffentlicher Raum in Stellvertreterfunktionen vorhanden. Und dann ist Schluss.
anders und Kunst- und Kulturinstitutionen. Was anderes wüsste ich gar nicht zu benennen, wo die Diskussionen stattfinden. Also ich glaube, man muss, egal mit welcher Struktur, mit eurer Struktur oder unserer Struktur, das ist eine andere Diskussion, man muss diese öffentlichen Räume behaupten, verteidigen, und zwar als Kunstorte. Unser Kern ist, künstlerische Projekte zu diesen Themen zu machen, und als Diskursort, und das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es geht Hand in Hand. Wenn wir die beiden jetzt praktischen Beispiele nehmen, also die Verhandlungen, die ganze Debatte, Auseinandersetzung in Dresden hat ja etwas Phantomhaftes, nämlich gegen etwas, was, das haben Sie auch gesagt, nicht existiert, vielleicht aber auch vielmehr nicht sichtbar ist. Also Dresden hat ja auch in den letzten Jahren eine hohe Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen, die allerdings unsichtbar bleiben, also so im öffentlichen Diskurs sowieso. Aber natürlich auch darunter leiden, unter den Montagsdemonstrationen, aber auch unter der ganzen Atmosphäre eine gewisse feindselige Haltung Flüchtlingen gegenüber, die sich unterschiedlich auswirkt. Die interessante Frage für mich persönlich ist, wie viel kriegen diese Leute von dieser Einmischung mit? Also zum Beispiel in Dresden, die in der Regel in diesem öffentlichen Raum so gut wie unsichtbar sind, die auch wenig beteiligt werden, aufgrund unterschiedlicher Barrieren, also Barriere Sprache ist da, aber auch Barriere politischer Anerkennung. In Hamburg, wo es mehr Sichtbarkeit gibt, wo es mehr Einmischungsmöglichkeiten gibt. Die Frage wäre dann auch an Sie, Frau Deufelhardt, inwiefern sind die Leute auf der gleichen Augenhöhe dann auch beteiligt bei solchen Aktionen, wo es um klare politische Haltung geht? Ja, also ich glaube, die Hamburger kriegen das tatsächlich mit. Also die Lampedusa-Gruppe, also muss man erst mal sagen, es gibt sehr viele Flüchtlinge in all unseren Städten. Die Lampedusa-Gruppe, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, ist eigentlich ein Sonderfall. Das ist nämlich eine Gruppe von Flüchtlingen, die ursprünglich aus Libyen kamen, dort vertrieben wurden, Lampedusa mit Schiffen nach Italien und dann nach Hamburg bzw. Berlin verschifft wurden, ohne dass sie danach gefragt wurden. Die hatten eine Aufenthaltsgenehmigung in Italien und wurden dann in Flieger gesetzt von der Regierung, weil die Italiener fanden, wir haben jetzt langsam zu viele, wir schicken da mal ein paar nach Deutschland. Also die sind auch nicht freiwillig nach Deutschland gekommen. Sie sind von der italienischen Regierung gegen EU-Recht nach Hamburg geschickt worden und die andere Gruppe nach Berlin. Und das Interessante an dieser Lampedusa-Gruppe ist, dass sie sich politisch organisiert hat in beiden Städten. Das heißt, es gibt eine interne Organisation, die ist nicht wirklich geschlossen. Da gehen immer welche wieder weg, kommen neue dazu. Wenn jetzt jemand mich fragt, was ich auch gefragt wurde, sind Sie sicher, dass alle, die da organisiert sind, ursprünglich Lampedusa-Flüchtlinge sind? Natürlich nicht. Also so genau kann man das nicht, ist aber auch nicht wichtig. Ja? Aber jedenfalls haben sich politisch organisiert, dieses gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht gefordert und aber auch ein Dialog auf Augenhöhe gefordert, zusammen mit dieser ganz wichtigen Forderung nach, wir wollen hier auch arbeiten. Und das ist ja so das, was man eben einfach nicht darf als Flüchtling in unserem Land. Das heißt, entweder ist man illegal oder man geht in die Aufnahmeverfahren und dann ist man in irgendwelchen Aufnahmeheimen, die oft am Stadtrand sind, daher unsichtbar. Das ist auch in Hamburg sind die auch gerne so im Industriegebiet, also zwischen Autowerkstätten und Autoverkauf und Maschinen. So Handel ist dann halt auch mal so ein Flüchtlingsheim. Das heißt, es gibt eine komplette Abschottung, eine relativ große Immobilität. Und die nicht im Aufnahmeverfahren sind, diejenigen Flüchtlinge, die kommen auch nicht ins Aufnahmelager, sondern die sind entweder auf der Straße, werden privat untergebracht von Kirchen, Organisationen und so weiter. Und das ist aber auch eben tatsächlich auch eigentlich nicht legal. Das war halt, in Hamburg war die St. Pauli-Kirche zum Beispiel umstellt, mehrfach von Polizei, aber sie darf ja nicht rein, weil es Kirchenasyl ja tatsächlich auch gibt. Und
Diese Vernetzung haben wir versucht, so weit wie möglich, also um auf Ihre Frage zurück, diesen Kontakt auf Augenhöhe, haben wir versucht, so weit wie möglich zu gestalten. Also es gab Gespräche mit Studenten und den Flüchtlingen, wie sie wohnen wollen. Wir sind in deren Zentralstelle, da gibt es so eine Zentralstelle in der Nähe vom Hauptbahnhof, ein Zelt, wo eigentlich auch die Organisation ist. Es wurde ein Flüchtlingsradio gegründet, was auch, wo ich auch den Betreiber sehr gut kenne, die über Internet senden und die auch viel auf Kampnagel gearbeitet haben, auch unsere Büros benutzen konnten, Internet und so weiter. Trotzdem entsteht natürlich, also da kommt jetzt der selbstkritische Teil, wenn ich 5 oder 6 Menschen, manchmal waren es auch mehr da, viele kamen auch tagsüber, unterbringe, versorge, in die Reisen nach Italien bezahle, was wir alles über Spenden gemacht haben, in so einem super tollen, auch von unserem Haus aus solidarischen Akt, entsteht aber, und ich habe auch nie selber das Geld gegeben, sondern es kam immer aus denen, die gesammelt haben. Also wir haben auch versucht, die Hierarchien nicht entstehen zu lassen, sondern die Mitarbeiter, die Techniker, die gesammelt haben oder Solidaritätskonzerte gemacht haben, haben quasi auch so eine Art Verteilung organisiert. Also alles eigentlich Schattenwirtschaft, so ein informelles Netzwerk. Und trotzdem entsteht dann natürlich, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil keine Gegenleistung kommt für das, was sie bekommen, gibt es viel Interaktion, aber es entsteht dann plötzlich doch nach 6 Monaten, ist auch eine lange Zeit, hatte ich das Gefühl, so langsam werden wir aber auch so eine Art Sozialamt. Ja? Also es ist nicht so einfach. Und ich habe auch für die Weiterentwicklung des Projekts, ist halt für mich ganz klar, dass wir nicht nur auf den Unterbringung, sondern auch auf den Arbeitsaspekt fokussieren müssen. Gibt es ja auch erste Projekte, damit diese Augenhöhe tatsächlich entstehen kann. Also das war für mich so ein ganz wichtiger Lernprozess jetzt aus dem aktuellen Projekt. Ja, das ist natürlich kompliziert. Also ich würde nicht im Ansatz über Augenhöhe sprechen. Ich glaube, das wäre schöne Rednerei einfach und das soll man nicht tun. Die Sichtbarkeit in der Stadt Dresden ist nicht gegeben. Überwiegend werden die Leute untergebracht in 10, 20, 30, 40, 50 Kilometer entfernten Gemeinden, Dörfern etc. Was natürlich von der sozialen Struktur verheerend ist, brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Also auch der latente Rechtsradikalismus, also jetzt um Dresden ein bisschen gerecht zu werden, liegt nicht in der Stadt Dresden im Kern, sondern ganz stark im Elbsandsteingebirge, im Erzgebirge, also in den umliegenden Bereichen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Gesellschaft. Und wenn wir mit Projekten irgendwie nach Reinhardsdorf-Schöna gegangen sind, finanziert von der Bundeskulturstiftung, dann sind wir in Gemeinden gegangen und dort Theater gemacht haben, partizipatives Theater gemacht haben, sind wir in Gemeinden gegangen mit den deutschlandweit höchsten Wahlquoten der NPD. Also das muss man sagen. Also da ist nochmal eine Abstufung drin. Ich finde die Struktur der Unterbringung der Asylanten verheerend einfach. Was, das kann man gar nicht anders sagen. Der Aspekt der Arbeit und damit auch der Wertigkeit für eine bestimmte Gesellschaft ist absurd. Nicht? Also Dresden eröffnet irgendwelche Welcome-Center. Damit sind aber gemeint, wir begrüßen Leute aus Australien, die in unseren Max-Planck-Instituten arbeiten. Nicht? Und auch das waren lange Diskussionen mit der Oberbürgermeisterin, aus dieser Differenzierung rauszukommen, dass es vielleicht einfach ist, ein Forscher des Max-Planck-Institutes aus Australien oder auch aus dem arabischen Raum meinetwegen zu akzeptieren, und gleichzeitig aber ist man fremdenfeindlich gegenüber Leuten, die in großer Not stecken. Das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Vorgänge. Das rückt allmählich überhaupt erst ins Bewusstsein von Dresden oder Sachsen, aber auch von vielen anderen Bundesländern, glaube ich.
Was wir machen ist, also neben dieser Diskursebene, ist, dass wir haben mit dem Ausländerrat gesprochen und haben gesagt, was können wir tun? Man empfindet ein gewisses Schamgefühl. Der Kollege Jänicke, was ich sehr gut finde, hat beispielsweise auf Hellerau, europäisches Zentrum, Produktionsstätte, hat auch, ich glaube, 5 Asylanten jetzt beherbergt er, was sehr schwierig war. Aber auch da geht es überwiegend um das Zeichen. Das können und wollen wir nicht aus bestimmten Gründen. Was wir gefragt haben, ist, was können wir tun? Und wir haben die einfachste aller Antworten bekommen vom Ausländerrat beispielsweise, nämlich wir unterschätzen uns selber auch oft, ihr könnt die Leute ins Theater einladen. Das war eine ganz simple Antwort, die man aber auch erstmal kommen muss, weil man denkt, was können wir in dieser dramatischen Situation leisten? Das Bewusstsein zu schaffen, dass viele der Menschen aus dem nordafrikanischen Raum auch aus hochkultivierten bürgerlichen Zusammenhängen kommen und selbstverständlich mit Kultur umgehen und selbstverständlich ein Bedürfnis dazu haben, dass wir das überhaupt erstmal selber in unsere Rübe reinnehmen, ist wichtig. Wir machen jetzt Aktionen, dass wir über den Ausländerrat 4-5 Vorstellungen im Monat anbieten, die wir auch erstmal auf Englisch übertiteln. Ist nicht die geniale Lösung, aber hilft ein bisschen aber auch das Zeichen übrigens für die anderen Zuschauer ist wichtig, das, was getan wird. Und wir öffnen die Bürgerbühne in einem sehr starken Maße für ausländische Mitbürger, würde ich mal sagen, dass wir beispielsweise jetzt ein Projekt anfangen, das heißt Morgenland, wo wir ausgehend vom selben Grundgedanken Dresdnerinnen und Dresdner, wie wir sagen, aus dem arabischen Sprachraum einladen, von ihrer kulturellen Sozialisation zu erzählen und von ihrer Literatur zu erzählen. Das können wir als Theater ganz gut. Das sind winzige, hilflose Ansätze, muss man sagen, und mit denen will ich mich auch nicht brüsten, sondern ich hoffe, dass das in 100 anderen Theatern auch stattfindet, auf mindestens der gleichen Ebene. Das weiß ich auch, dass das an vielen Orten stattfindet. Aber das ist der Anfang. Wir können helfen, Momente von Augenhöhe, nicht mehr, Momente von Augenhöhe herzustellen, indem wir sozusagen in unsere bürgerliche Gesellschaft, die wir vertreten, einladen. Das ist nicht viel. Ohne die Diskussion jetzt auf die beiden Häuser zu beschränken, würde man auf mehr Ideen, auf mehr Ansätze kommen, wenn man auch das eigene Haus, die eigene Personalpolitik im Sinne von interkultureller Öffnung diversifiziert. Also wenn man nochmal auch viel mehr Diversität, Vielfalt in die Häuser selbst bringt. Absolut. Das ist auf jeden Fall so. Also zum Beispiel auf Kamnal, wir arbeiten mit sehr vielen Gruppen, auch Hamburger Gruppen migrantischer Herkunft. Da gibt es sehr viel Austausch. Aber bei meinem Kernpersonal muss ich auch sagen, und das ist ja überall so, die meisten hat man ja auch erstmal übernommen und die sind auch da, da sieht es auch nicht so migrantisch gemischt aus. Also wir arbeiten daran, aber es sind nur ganz wenige Positionen, die man besetzen kann, wenn man an so ein Haus ist. Das ist halt Öffentlichkeitsarbeit und Dramaturgie. Und das restliche Team ist natürlich erstmal stabil. Und also ich würde mal nicht sagen, dass es in meinem Team, aber das gilt auch fürs Publikum, also in meinem Team entspricht es nicht der Durchmischung in Hamburg. Wir haben einen migrantischen Anteil von ca. 40% in Hamburg. Das ist aber natürlich erstrebenswert. Ja? Und dann kommen auch andere Herausforderungen. Aber wir machen halt auch so Stück für Stück. Wir haben dann zum Beispiel einen unserer Flüchtlinge, der hat in der Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht, weil wir in der Zeit im Senegal produziert. Und er hat dann quasi, das fand er auch ganz toll, er kam dann immer ins Büro und er war halt dann der Marketing-Experte für die afrikanische Community und hat quasi komplett mitgearbeitet. Das hat wirklich ein unglaubliches Selbstbewusstsein auch bei ihm produziert und das machen wir jetzt auch bei anderen Stücken. Also wir versuchen da was und
für mich gilt das Gleiche fürs Publikum natürlich. Da sind wir schon ein ganz schönes Stück weitergekommen und bei uns waren schon vorher relativ viele, also relativ jetzt auch nicht entsprechend den 40% in Hamburg, aber ein gewisser Prozentsatz an Publikum also migrantischer Herkunft, unterschiedlichster Herkünfte. Ich glaube, dass es die ganz große Aufgabe ist, dass wir diesen Begriff Bürgertum, und ich habe auch viel bürgerliches Publikum auf Kampnagel, dass wir den erweitern, weil ich bin mir einfach ganz sicher, das gilt auch für mich, wenn man von Bürgertum spricht, dann denkt man an deutsch-herkünftiges Bürgertum und wir müssen es schaffen, diesen Begriff erweitern auf unsere gesamte Stadtgesellschaft. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung für die Zukunft. Und das ist das eine und das Flüchtlingsthema ist das andere. Da finde ich, müssen wir schon mal als erstes erreichen, dass sich niemand mehr getraut, diese rassistischen Äußerungen zu machen, weil immer genug Menschen drumherum stehen, die ihm eine auf den Deckel hauen. Und ich glaube, da können wir tatsächlich einen Beitrag leisten, aber auch sonst jeder Mensch, der in diesem Land lebt, das so zu verunmöglichen. Ich glaube, das ist ein Ansatz, weil man sieht ja auch, dass es ganz lange nicht salonfähig war, rechtsradikale Meinungen zu äußern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in letzter Zeit ist es plötzlich wieder salonfähig durch eine neue Art von Zusammenkunft. Und ich glaube, wir müssen an jeder Stelle, in Schulen, in Kindergärten, in Familien, in Theatern, an Kunstorten und aber auch an jedem anderen Ort in der Gesellschaft, auch jeder persönlich eine Verantwortung übernehmen. Und jeder, der den öffentlichen Raum bieten kann, muss ihn auch dafür bieten. Weil sonst kriegen wir gesellschaftliche Verwerfungen, die dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist, weil dieser Rassismus auch bei der AfD und die Volksverhetzung, wenn sie mal ihre Schafspelzstrategie aufgeben, und das kann man fast in allen Interviews hören, das ist einfach verheerend. Herr Schulz, haben Sie ein Bild, wie viele Menschen bei Ihnen im Haus arbeiten, die Migrationshintergrund haben? Ich könnte mich jetzt rausreden, weil wir sind verwaltungstechnisch verbunden mit der Semperoper. Und aber da sehen Sie natürlich, dass alle Intendanten von drei Spartenhäusern sind wahnsinnig froh, wenn man ihnen diese Frage stellt, weil durch die Ballett-Companies, durch die Sänger etc. dort in der Tat der Anteil sehr, sehr groß ist. Und ich muss hier auch ausdrücklich sagen, also die Semperoper, mit der wir liiert sind sozusagen, hat in diese, also die nun wirklich eine hochkonservative Institution ist, hat in dieser Auseinandersetzung eine extrem gute und vernünftige Haltung vertreten. Das war wichtig für die Stadt, war zeichenhaft wichtig für die Stadt. Das ist bei uns marginal. Nein, wir sind kein Role Model für eine gesellschaftliche Veränderung im Moment. Das hat mit zwei Sachen zu tun, ob die einem passen oder nicht, ja auch Kontroversen auslösen. Das eine ist, dass wir sozusagen eine Institution der öffentlichen Hand sind mit extrem langfristigen Tarifverträgen etc. Also ich glaube, in den 6 Jahren, in denen ich da bin, also die Mehrheit eines Hauses sind ja nicht bei uns nicht Künstler, sondern sind Techniker, in den Werkstätten etc., also wenn es da insgesamt von den vielen, vielen Leuten, die da arbeiten, 2 Wechsel gegeben hat, dann ist das viel. Sie können aber auch, das ist eine statische Gesellschaft. Das ist der Nachteil, dass wir sozusagen Teil der öffentlichen Hand sind, eine öffentliche Institution. Der Vorteil ist, dass wir auch laut sprechen können und eine bestimmte Autorität dadurch haben. Den nutzen wir auch. Das Zweite ist natürlich, dass wir, gerade Nachtkritik gibt es ja diese Diskussion auch immer wieder heftig, dass wir ein Sprechtheater sind, also im Kern, ich vertrete das Schauspielhaus hier, und natürlich orientiere ich mich an Markt und Konkurrenz etc. Wir haben, also ich will jetzt keine Scherze über Österreicher und Schweizer machen, wir haben keine Ausländer im Ensemble. Das ist bedauerlich, aber auch das ist sehr schwer zu ändern. Die einzigen
Ausländer, Mary guckt jetzt mal weg einfach die und hört weg, die einzigen Ausländer, die wir haben, ich habe vorhin unseren kaufmännischen Geschäftsführer angesprochen, es gibt noch einen anderen Fall, sind Leute auf Leitungsebene, in der Tat. Weil das sind kurzfristige Verträge, die kann man, und da orientiert man sich natürlich auch an einer gewissen europäischen Theaterszene. Da suche ich vollkommen anders und gucke ganz anders. Das ist pervers, aber da sind die Wechsel und da ist auch die Permissivität, die Durchdringung sozusagen am größten. Aber das ist minim. Also ich stelle eine Frage und dann öffne ich das Publikum. Cem Özdemir ist heute nicht da, aber mich würde die Frage nochmal einfach anders aus Ihrer Sicht interessieren. Christa Götzsch, die ehemalige kulturpolitische Sprecherin der Grünen in Hamburg, hat ja gesagt, in Bezug auf die Aktion von Kampnagel, die Kunst darf das und die Kunst muss es auch tun. Ist das ein Abwälzen von Verantwortung auf die Kunst, wenn die Politik selbst nicht in der Lage ist, politische Lösungen zu finden? Lampedusa in Hamburg, Lampedusa in Berlin, Lampedusa in München, Lampedusa in Amsterdam. Wir haben ja eine Reihe an solchen Gemengelage in den Städten vor allem. Darüber hinaus aber auch, weil Europa es auch nicht schafft, eine nachhaltige Flüchtlingspolitik zu bekommen. In Bezug auf Dresden ist es, weil wir es nicht schaffen, die Multikulturalität, die Vielfalt der Gesellschaft auch mit Macht auch entsprechend zu antworten, was wir auch vorhin besprochen haben. Warum haben wir Leute, die fähig sind, etwas zu tun, aber eben nicht Zugang zu Arbeitsmarkt, zu politischer Verantwortung? Ist das immer Sympathie ist garantiert, gleichzeitig aber auch ein Abwälzen der Verantwortung? Ja, also Christa Götzsch war ja in der Zeit nicht in der Regierung. Die Opposition ist immer leichter auf der Seite von so einer Art von Projekten. Aber natürlich wären die Grünen sicherlich auch an der Regierung solidarisch gewesen. Ja, die Kunst darf das, weil die Kunst ist frei. Das ist eine der ganz wichtigen Sachen, wenn man solche Projekte macht. Für mich war so die Idee am Anfang, wir bieten so eine Art Kunstasyl. Und ich war natürlich nicht sicher, ob es klappt. Das war schon ein bisschen riskant, aber die Idee war tatsächlich Kunstasyl. Und wegen der Freiheit der Kunst habe ich auch unseren Bewohnern gesagt, seid ihr fast so sicher wie in der Kirche. Weil das war natürlich ein bisschen spekulativ, ja, spekulativer Realismus, den wir da auf eine sehr konkrete Art und Weise betrieben haben. Diese Gefahren haben sich auch ständig verändert. Also am Anfang hatte ich Angst, dass Polizei kommt, habe ich ja schon gesagt, und das leer räumt. Und später habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn jetzt diese AfDler kommen und mir das abbrennen. Ich meine, das ist ziemlich leicht abzubrennen. Und andererseits habe ich aber gedacht, wenn wir es bewachen lassen, das ist auch nicht gut. Also das war schon... Es war so gesehen kein lustiges Projekt, Wilfried, wie du es am Anfang gesagt hast, auch wenn ich die Geschichte so ein bisschen lustig erzählt habe. Aber es gab ganz viele Risiken und die Risiken haben sich eben immer wieder verändert in diesem Projekt. Und auch in Hamburg, ich meine, die meisten von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, auf den Sophienterrassen, das ist wirklich eine extrem schöne Wohnlage in Harvesterhude, sollte eines dieser Flüchtlingsheime gebaut werden und es wurde per einstweiliger Verfügung wurde das erstmal gestoppt. Also die SPD-Regierung wollte das als ein politisches Signal, weil es diese vielen Kritik gibt, nicht nur von uns, von unterschiedlichen Akteuren natürlich in der Stadt, Menschen, die plötzlich erkennen, das kann nicht so weitergehen, was du auch sagst, dass die Flüchtlinge in den Aufnahmeheimen irgendwo an Rand in die Industriegebiete verschoben werden. Aus diesem Bewusstsein raus, SPD wollte ein positives Signal setzen, ist ja auch super, einstweilige Verfügung der Anwohner. Und das Flüchtlingsheim wurde zunächst mal abgelehnt mit der Begründung, Wohnen von Flüchtlingen ist kein Wohnen,
Deshalb hat es im Wohngebiet auch nichts zu suchen. Wohnen von Flüchtlingen ist nur wohnähnliches Wohnen in sozialen Einrichtungen und kann deshalb nicht in einem Wohngebiet sein. Und das ist natürlich schon skandalös, ja? Wenn wir unsere Städte mit so einer, mit solchen, dann müssen die Gesetze geändert werden. Das ist einfach ganz klar. Wenn unsere Gesetze so sind, dann müssen diese Gesetze verändert werden. Und ich glaube, eine anhaltende Kritik, wir machen zum Beispiel auch in einem Monat beim Life Art Festival im Juni, machen wir mit Schwabingrad Ballett, das ist so ein Künstler, ein immer wieder nur temporär für Projekte zusammenkommende Künstlerinnen und Aktivistinnen aus Hamburg. Und die machen quasi zwei Interventionen, künstlerische Interventionen, heißt Aufstand der Kommenden, zusammen mit Teilnehmern aus der Lampedusa-Gruppe, mit denen sie schon ein paar Mal gearbeitet haben. Und werden sowohl in den Sophienterrassen, also diesem zu bauenden Flüchtlingsheim im Edelviertel Harvesterhuse, als auch in einem anderen, das total außerhalb liegt und quasi die, eher die Normalität abbildet, von Flüchtlingsheimen quasi zwei Interventionen machen, was immer so ein bisschen, also die Arbeit, die die machen, hat so ein bisschen Agitprop-Charakter, was ich glaube, was in dem Fall ganz nützlich sein kann. Ja, springen wir in die Rolle der Politik rein. Ich glaube, also mein Gefühl ist im Moment schon sehr, auch vielleicht sogar zu sehr, aber ehrlich gesagt, wir konnten es uns nicht aussuchen. Also das, was wir dann getan haben und weiter tun, ist instinktiv passiert, würde ich einfach mal sagen, weil man bestimmte Sachen nicht zulassen konnte. Ich glaube schon, dass die Politik ein großes Defizit hat, weil sie hat Schwierigkeiten, Haltung zu beziehen. Wir in der Kunst haben es sehr viel einfacher, Haltung zu beziehen, Modelle zu entwickeln, künstlerische Modelle zu entwickeln. Wir haben sogar den wahnsinnigen Vorteil, wir müssen noch nicht mal Recht haben, darum geht es bei uns gar nicht, sondern wir können spielen, wir spielen ja nur. Aber auf einmal ist das sehr ernst geworden, die Politik, das ist in Dresden wahnsinnig deutlich geworden, weil die CDU verhält sich praktisch wie die CSU, sie versucht den rechten Rand abzufangen, also obwohl sie nah an der Grenze der absoluten Mehrheit ist, kämpft sie trotzdem und hat Angst, irgendwie 3% Pegida-Anhänger zu verlieren, etc. Vollkommen blödsinnig, vollkommen irrational, finde ich. Ich glaube, dass Politik bedeutet, Haltung zu beziehen und dann zu gucken, sozusagen, welche Menschen man darauf vereinigen kann. Und wenn es zu wenige sind, dann muss man dran arbeiten, aber nicht die Haltung aufgeben. Also, Sie haben unendlich viele Diskussionen in Dresden über wie viel Prozent, also die große Stunde der Meinungsumfragen. Und die Politik spült sich weich nach Meinungsumfragen. Das haben wir Gott sei Dank nicht nötig. Wir können Haltung beziehen. Wir haben unsere Zuschauerzahlen, die sind ja Gott sei Dank bei uns sehr gut, bei uns beiden. Ja, ich glaube aber, dass es auch damit zu tun hat, dass es damit zu tun hat. Es gibt allerdings wirklich einen negativen Haken auch, in dem wir, ob wir wollen oder nicht, sozusagen in der Kunst die Kunst politisieren. Und ich glaube, das wird der Weg sein. Also ich glaube, das wird der Weg der nächsten 10 Jahre sein, politisch bewusst Kunst zu machen, als politisch bewusst zu erfahren. Aber der Preis, den wir zahlen, den ich auch persönlich an meinen politischen Meinungen und Haltungen merke, ist, indem man sozusagen stellvertreterhaft für die Politik handelt, ist man in Gefahr, selber moderat zu werden und sehr vernünftig zu werden. Also wir geben sozusagen den zweiten Bereich von Kunst und Kultur, nämlich den Bereich der Verrücktheit, der irrationalen Interventionen etc., den geben wir preis, weil wir im ganz Lessingschen Sinne und Schillerschen Sinne sozusagen an den Idealen der Aufklärung anknüpfen und in unserer politischen Haltung ernst genommen werden wollen. Das eine ist gut für uns, weil wir damit,
in das Zentrum, eine Chance haben, im Zentrum der Gesellschaft präsent zu sein, diese Lücke zu füllen. Das andere ist schlecht, weil wir davon einen Teil unserer künstlerischen Freiheiten, die auch geschützt sind, preisgeben. Das merke ich sehr stark an mir selber. Ja, vielen Dank soweit. Haben Sie, wer möchte, wer will? Ja, bitteschön. Ja, also das, meine Frage schließt eigentlich auch ein bisschen an den letzten Kommentar an, was Sie gegeben haben, Herr Schulz. Also ist da nicht eine Gefahr, also für die Kunst oder für das Theater im Allgemeinen, weil ich zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit den Niederlanden, die die letzten Jahre einen ziemlichen Schritt nach Rechts und Liberalismus gemacht haben, ist nämlich passiert, dass da vor 2 Jahren sehr viele Kürzungen aufgetreten sind und sehr radikal, und zwar mit der Argumentation, ihr seid ja linkes Hobby. Und zwar von aus der rechten, liberaleren Seite der Politik. Und für mich ist die Frage dann, inwieweit, also dieses Politische, wenn man dann also Partei bezieht oder sich in den Diskurs hineinschaltet, ob es da nicht auch eine Gefahr gibt oder wie man, oder wie sehen Sie das? Also vielleicht auch alle beide gefragt auch. Vielleicht sammeln wir mal noch, ist da noch, okay, wir sammeln einfach 2, 3. Ja, also das sind ja 2 sehr unterschiedliche Städte und Stadtgesellschaften vor allen Dingen. Mich würde interessieren, wie wichtig oder wie problematisch auch die Anbindung beziehungsweise im Dresdner Fall vor allen Dingen das Fehlen einer Zivilgesellschaft ist, also von zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit denen man dann ja auch was gemeinsam machen kann, beziehungsweise wo dann das Theater einen Impuls setzen kann, der dann möglicherweise von Vereinen, Verbänden, Initiativen, was auch immer es da geben kann, aufgenommen wird und weitergetragen wird, was sich ja auch gegenseitig befruchtet, sodass dann das Theater letztendlich nicht das Sozialamt spielt, sondern tatsächlich die Impulswerkstatt, die Diskurswerkstatt, aber eben in diesem Charakter der Werkstatt, die dann auch irgendwann mal vielleicht fertig ist mit einem Thema oder dann das nächste Stück anfängt und dann das Produkt auf die Reise schickt in eben diese Zivilgesellschaft. Danke. Hier nochmal der Dritte und dann ans Podium. Ich würde gerne an die erste Frage auch noch anschließen, weil das kam mir zwischendurch in Umkehrung dieser Frage, wie groß ist denn der Anteil von Mitarbeitern oder Publikumsteilnehmern mit migrantischem Hintergrund, wie groß ist denn der Anteil von Leuten mit einem rechtskonservativen Hintergrund? Aus strategischer Frage, diese ganze Pegida-Bewegung und drumherum formiert sich ja so extrem in den letzten Jahren über eine Oppositionsrolle, das heißt darüber, das Empfinden der Leute zu bestärken, nicht repräsentiert zu sein, in dem imaginären bürgerlichen Kern. Das heißt, wenn ich sowas habe wie eine Bürgerbühne, finden dann auch dort die rechtskonservativen Stücke statt? Oder, ich weiß, es ist ein bisschen ein heikles Ding, weil man will ja genau, dass die Politik das nicht macht, ne? Dass die quasi rüberrutscht und diese Leute integriert, weil dann werden die Gesetze wieder verschärft und alles sowas. Aber gibt es nicht einen bestimmten Punkt, an dem man diese Frontlinie weiter verschärft und diesen Prozess eskalieren lässt, weil man die gleiche Logik, mit der man sagt, wir müssen den einen externalisierten Rand integrieren, nicht auf den anderen Teil anwendet, den man dann wieder als Rand aussortiert und sagt, das sind die Rechtsextremen, die gehören aber nicht dazu. Ganz unabhängig von Fragen von biodeutsch-weißer Gesellschaft und sowas. Also wie ist diese Repräsentationsfunktion da zu handeln? Ich weiß das auch nicht genau, aber es würde mich interessieren, ob das ein Thema ist bei Ihnen. Okay. Ja. Ich fange vielleicht mal hinten an. Also man kann nur, wie man kann ich sagen. Ich habe das gemerkt. Es hat ja, also die Politik hat ja versucht, sehr stark zu integrieren. Also wir sprechen in Dresden von Pegida-Verstehern. Und das ist nicht negativ gemeint. Also an mich ist beispielsweise ein Vorwurf, dass ich zu sehr polarisiere. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das zu tun, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Haltung fehlt in der Stadt. Eine klare Gegenhaltung fehlt, um Mehrheiten zu kennzeichnen, etc.
ich würde mal sagen, also beispielsweise in der Bürgerbühne sind diese Themen permanent vorhanden, weil das ist der einzige Ort, muss man auch wirklich sagen, das ist nicht unser allgemeines Publikum im Großen Haus oder sowas, aber für die Bürgerbühne würde ich das in Anspruch nehmen, das ist der einzige Ort, wo sie einen Schnitt quer durch die Gesellschaft haben und die Leute kommen natürlich mit ihren Meinungen und Haltungen und bringen die auch ein. Wir haben nicht geplant, ein Projekt zum Thema warum bin ich bei Pegida? Wir haben aber übrigens diese Diskussion, wir haben eine Mitarbeiterversammlung gemacht, weil wir in der Technik schon das Problem haben. Ich weiß nicht, ob die Leute bei Pegida mitgehen oder nicht, aber wir hatten mit der Technik heftige Diskussionen darüber, ob ich Haltung beziehen darf oder nicht. Da haben wir 2 große Runden gemacht und lange drüber gesprochen. Also ich glaube, man kann sich nicht eine politische Linie ausdenken, auch nicht eine theaterpolitische Linie ausdenken und dem folgen, sondern man muss für sich selber rauskriegen, was erträgt man, was kann man mitmachen, wie offen kann man sein, was kann man integrieren. Wir sind im Kern keine Sozialarbeiter, sondern wir sind Künstler oder Kunstermöglicher. Unsere Regisseure natürlich auch, etc. Aber die Diskussionen sind gerade in der Bürgerbühne da. Wir machen beispielsweise, das hat jetzt nicht direkt, aber indirekt mit Pegida zu tun, als Eröffnung ein großes Dynamo Dresden-Projekt, wo sie, mit denen wir uns verbündet haben jetzt, wo die Gewaltfrage im Raum steht, aber auch die Frage der Leidenschaft und die Frage der Partizipation an dieser Gesellschaft. Wo komme ich eigentlich vor? Dynamo Dresden, ein Verein, mit dem man also zumindest hinter geschlossenen Türen gut reden kann, die jetzt eine große Aktion gemacht haben. Wir laden Asylanten ins Stadion ein, ich glaube 300 Asylanten oder sowas. Und wenn Sie mal ins Netz gehen auf die Seite von Dynamo Dresden und sich angucken, wie die Reaktionen darauf sind, dann wird Ihnen einfach nahtlos schlecht. Es wird Ihnen einfach schlecht. Sie ertragen das nicht. Also man muss sich, das geht auch auf die andere Frage, Zivilgesellschaft, was wir versuchen, also unser Spielzeitheft, wir haben sonst immer diese beiden gelben Streifen gehabt und diesmal sind die beiden gelben Streifen zwar noch da, aber es ist bunt. Das hat einfach nur mit diesem trüben Winter zu tun und mit der Hoffnung, dass die Zivilgesellschaft sich verlebendigt, erwacht, man sich gegenseitig bereichert. Also ich habe Leute aus dem Universitätsbereich kennengelernt, auch Studenten etc., die ich vorher nicht kannte und die extrem aktiv sind und sich mit uns verbünden. Aus anderen Bereichen ebenfalls. Also ich glaube, man muss rauskriegen, wie weit kann man sich öffnen, damit alle Seiten des Diskurses vertreten sind. Das ist aber eine sozusagen persönliche Ermessensfrage jedes künstlerischen Projektes. Und man muss versuchen, sich selber zu aktivieren und damit die Zivilgesellschaft generell zu aktivieren. Also es hat einen großen Bürgerkongress in Dresden gegeben, Bürgerkonferenz hieß das, das hat es vorher nie gegeben, wo auf einmal auch alle Politiker mit auf den Podien saßen und zu Sachen Auskunft gaben, wo sie sonst nur müde lächeln würden, etc. Das wird sehr angenommen. Es sind in Dresden selber schon viele, viele Gespräche entstanden. Ich sehe natürlich auch die Gefahr, also wir kennen alle gut die europäische Entwicklung, denke ich, und auch die Theaterkollegen in anderen Ländern und die Haltungen, die da ihnen gegenüber teilweise auch vorherrschen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wo wir landen, aber ich glaube, man darf es nicht lassen. Ich glaube, man muss sich positionieren und man muss Bündnispartner dafür sammeln. Man muss, glaube ich, auch den Vorteil haben wir auch von den europäischen Verhältnissen lernen. Ich glaube, dass es bei uns auch in Dresden eine verzögerte rechte und rechtsradikale, rechtspopulistische Entwicklung gibt, weil dieses moralische Schamgefühl durch den Faschismus bedingt sozusagen das verhindert hat eine Zeit lang.
kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Also ich sage nur, man muss es machen und da muss man sich ab und zu treffen und drüber reden und gucken, dass man möglichst viele Leute zusammenkriegt. Und noch sind die Theater an allen Fronten starke Institutionen. Und mein Appell kann ich nur sagen, und ich bin ein älterer Herr und verfolge keine persönlichen Interessen meiner Karriere mehr. Ich kann nur sagen, kämpft für diese Theater als Orte. Weil es gibt nicht mehr viele Orte innerhalb der Gesellschaft, wo überhaupt diese Gespräche geführt werden. Und deswegen stellt alle kritischen Fragen, die stellen wir uns auch, aber versucht die Kraft zu sammeln und ein Stück nach vorne zu gehen. Entschuldigung. Ja, ich sehe das auch so, es gibt nicht die Gefahr in Deutschland dieser Abwicklung. Also ich glaube, die ist wirklich nicht da, wenn die Regierungen sich stören, zum Beispiel angenommen, die Dresdner würden jetzt sagen, den Schulz, den wollen wir jetzt nicht mehr haben, weil der da zu viel Stellung genommen hat. Und das sieht man ja auch so an Intendantenbesetzungen. Dann nehmen sie halt als nächstes jemanden Konservativeren, haben sie jetzt ja auch gemacht. Da kann man dann nur rückschließen. Aber ich glaube, diese Gefährdung, wie in sowohl in westeuropäischen als auch in osteuropäischen, ist bei uns nicht so da, weil es gibt einen riesigen Konsens über diese Kulturlandschaft in Deutschland einerseits und gleichzeitig gibt es auch einen riesigen Konsens, dass das super wichtig ist für Tourismusentwicklung und so weiter. Also selbst wenn wir kritisch Stellung nehmen. Und das mit den Haltungen ist halt, das sehe ich ganz genauso. Natürlich, wenn man dann so ein Theater leitet, gibt es natürlich Leute, die sind anderer Meinung. Und das, man setzt die Meinungen oder die Haltungen, die man hat, nicht nur in eine städtische Öffentlichkeit, sondern natürlich auch in die Öffentlichkeit im Haus und muss es auch immer da ausdiskutieren. Und das ist ja eigentlich wirklich eine Riesenchance. Und ich habe auch erlebt bei diesen ganzen Aktionen, jetzt vor allem rund um die Öko-Favela, dass auf unserer Kampnagel-Seite, Kampnagel ist quasi traditionell, war das erstmal ein Auszug aus dem Theater, also sagen wir mal eher ein progressiv linkes, avantgardistisches Unternehmen. Da gab es eigentlich fast nur positive Stimmen. Das heißt, bei uns gibt es auch keine Rechtsradikalen, gibt es eher so ein aufgeschlossenes Bürgertum und junges Publikum und kunstnahe Leute und so weiter. Aber zum Beispiel auf NDR, wenn die ihre Berichte gemacht haben, dann kamen auch all diese Kommentare, wo man denkt, man kann es nicht lesen, es wird einem schlecht. Und wenn man dann mit AfD-Menschen diskutiert, da konnte ich teilweise die ganze Nacht nicht schlafen, so schlecht war es mir, weil ich dachte, diese Diskussion werde ich nie in meinem Leben führen müssen. Ich konnte das nicht, ich habe das nicht vorausgesehen vor 10 Jahren. Ich sehe jetzt keine Handzeichen, okay. Aber dann ganz schnell, weil wir, bitte? Okay, vielleicht in einem abschließenden Statement können wir das aufgreifen. Wenn Sie vielleicht einfach Ihre Fragen ganz kurz halten, weil wir dann jetzt ist keine Frage, ich sage es aber trotzdem einfach. Ja. Ja, gerne. Ich bin aus Dresden auch und ich wollte nur sagen, dass ich es total super finde, was Sie machen, Herr Schulz. Wie Sie das hier dargestellt haben, das war einfach unglaublich differenziert und ich fand es super, wie Sie das Lebensgefühl so ein bisschen erläutert haben, was man in der Stadt hat, dass man wirklich durch die Stadt geht und manchmal sich denkt, war der dabei, war der nicht dabei. Das ist einfach, kann man sich vielleicht nicht so vorstellen. Das wird auch in den Medien eben im Rahmen dessen, was eben möglich ist, dargestellt. Deswegen danke dafür. Hier vorne. Ich war ein bisschen neugierig zu wissen. Gestern nämlich habe ich den Artikel über Ihr Ermittlungsverfahren bekommen, verschickt bekommen, von jemandem, mit dem ich an einem Kunstprojekt arbeite, was mit Flüchtlingen zu tun hat. Und ich war negativ überrascht, also nicht nur von der
Mitteilung an sich, sondern dass er mir diese E-Mail geschickt hat. Ich hatte Angst davor, dass er vor diesem Risiko jetzt auf einmal Angst hat und nicht mehr an dem Kunstprojekt teilnehmen möchte. Und zwar vor allem, also als Nicht-Deutsche habe ich weniger Rechte an solchen Projekten oder wie auch immer teilzunehmen. Und ich weiß nicht, wer mich dann unterstützen würde, falls ich an so einem Projekt arbeiten möchte. Und nicht mit einer bestimmten Initiative, weil ich habe auch mit anderen Initiativen gearbeitet und ich hatte auch, also ich war nicht immer hinter jedem Gedanken von den Initiativen, beziehungsweise ich will nicht immer an Projekten arbeiten aus, was wir Ausländer nennen, White Guilt. Also nur, dass ich jetzt, ich will daran arbeiten, weil ich, ja, ich bin privilegiert und ich muss helfen. Es ist nicht immer dieser Ansatz, was wichtig ist. Ja, die brauchen Hilfe. Und jetzt, da wir mit einer neuen Initiative anfangen, weiß ich nicht, wer mich oder uns, auch Nicht-Deutsche, unterstützen wird. Okay, vielen Dank. Noch eine letzte Wortmeldung und dann machen wir Schluss. Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage, die richtet sich auch an Sie, Frau Teufelhardt, und zwar, weil Sie sagten vorhin, dass Sie jetzt für das nächste Projekt auch gucken, dass Sie auch Richtung quasi Ausbildung oder Jobs auch gehen. Also insofern, ich wollte gerne fragen, inwiefern war das am Anfang, war gerade Sprachbarriere ein großes Thema und halt, also was haben Sie da auch jetzt im Sinne, weil das ist einfach ein Grenzbereich des Sozialen dann und wir verlassen dann einfach auch einen Kunstbereich. Also was haben Sie da gemacht und was sind auch so Perspektiven? Also weil, ja. Okay, wir schließen dann ab. Mit Perspektiven, ich glaube, das Stichwort ist sehr gut. Und vorhin hat ja auch Wilfried Schulz auch ein Stichwort gegeben, Allianz. Ich finde diese beiden Stichworte ganz wichtig, weil wir einfach gesellschaftliche Bündnisse, Allianzen brauchen, um genau dort anzusetzen, wo sie beide einfach auch ihre Arbeit machen. Also erstmal zu Ihrem Beitrag. Ja, es stimmt, leider. Es gibt Unterschiede in unserer Gesellschaft in Bezug auf die Herkunft. Und wenn Sie ein Projekt machen, was, ich weiß jetzt nicht, welches Projekt es ist, aber ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, sich stark zu vernetzen. Das ist halt ein Riesenvorteil und quasi mit Gleichgesinnten. Wenn es in Berlin ist, eben in Berlin oder möglicherweise auch national. Und je nachdem, welche Struktur das Projekt ist, hat, kann es tatsächlich auch nützlich sein, sich noch mit einer Institution zu vernetzen, die natürlich über ihre eigenen Netzwerke einfach am Schluss ein bisschen weiterkommt. Ich kann nur in Bezug auf unser Projekt sagen, ich hatte am Anfang überlegt, ob ich so unterschiedliche dezentrale Unterkünfte mache und habe davon abgesehen, weil ich in dem Maße, in dem ich mich eingearbeitet habe, dann weiter und schneller in die ganze Frage, dachte ich, das ist zu gefährlich. Also das ist real zu gefährlich. Und bei uns auf dem Gelände ist es wenigstens geschützt. Aber das ist jetzt nur der lokale Punkt. Aber ich glaube auch, dass natürlich die Vernetzung unheimlich wichtig ist, wenn Projekte gewisse Flanken und gerade Projekte mit Flüchtlingen zum Beispiel haben ja alle auch so eine Grenze zwischen Legalität und Illegalität. Also das muss gar nicht, das, auch am Thalia-Theater, da gab es ja diese Frage wegen Beschäftigung der Lampedusa-Flüchtlinge, die sind auf der Bühne aufgetreten, war vorgestern die Theatertreffen-Eröffnung, Stück von Nicolas Stehmann, die Schutzbefohlenen, und sie dürfen halt nicht bezahlt werden. Das war ein Riesenproblem im Thalia-Theater, weil Stehmann hat verlangt, seine Darsteller, die Flüchtlinge müssen bezahlt werden. Und der Geschäftsführer hat gesagt, wir können ja keine Illegalen bezahlen. Ja? Kann ich ja nicht abrechnen. Und das heißt, es ist wirklich, glaube ich, enorm wichtig, diese Vernetzungen zu suchen, weil die bieten einfach auch Schutz. Und isoliert kann einem natürlich ein Projekt schnell um die Ohren fliegen. Und die zweite Frage, Ausbildung, Jobs, Sprachbarriere. Ja, also das ist quasi alles. Also
fast keiner der Lampedusa-Flüchtlinge, auch von anderen, die hierher kommen können, natürlich Deutsch. Aber, und es gibt natürlich welche, die aus gut ausgebildeten Familien kommen, Akademiker sind, Journalisten, ist ja total klar. Aber es gibt auch viele, die halt auf dem Bau gearbeitet haben, sich durchgeschlagen haben mit Gelegenheitsjobs und die quasi in unserer Arbeitsgesellschaft, es gibt ja noch mehr, es gibt Traumata von der Flucht, ja. Es gibt andere kulturelle Übereinkünfte, weil es vollkommen andere kulturelle Herkünfte sind. Also das bezieht sich auf Arbeitszeit von dann bis dann, so ganz genau auf ganz viele Dinge. Und das ist quasi, das ist einfach ein riesiges Feld. Und wir haben das jetzt quasi in dem ersten experimentellen Versuch halt eher so schattenwirtschaftlich betrieben. Also es gab unterschiedlichste Dinge, es wurde gekocht für Nachbarn, die haben dann auch bezahlt, aber es waren alles nicht so offizielle Geschichten. Es war eigentlich alles so unterhalb der ganz offiziellen Ebene. Und ja, das finde ich eben nach 6 Monaten unbefriedigend. Und wir werden jetzt, es gibt ein tolles Projekt übrigens in Berlin, kennt ihr bestimmt. Ich glaube, das heißt Genau, Kukula. Und da wird mit 5 Flüchtlingen das initiiert von der Schlesischen 27. Die bauen Enzomari-Möbel. Das sind diese Möbel, Autoprogrammationen, so ein Buch, was dieser Designer damals vor, ich glaube, in den 60ern gemacht hat. Die bauen quasi Designermöbel zum selber bauen zu Hause. Das ist eigentlich die Idee. Und die haben die Genehmigung bekommen, diese Möbel quasi auch manufakturmäßig in einem größeren Stil. Dafür war diese Idee nicht gedacht. Und das Projekt hat jetzt super toll Furore gemacht. Die sind teilweise auf Designmessen, haben am Anfang in diese Möbel noch so kleine Bootsstücke eingebaut, dass auch die Flucht noch integriert ist in diese Möbel. Und ich finde, das ist so ein Projekt, die haben es jetzt geschafft, auch Ausbildungsplätze, Volontariate. Also auf jeden Fall beginnt da so ein Prozess, der aber auch genau immer an dieser Grenze war, immer schwierig ist. Und ich weiß nicht, eigentlich denkt man schon, man muss auch in die Gesetze ran, aber wir können das experimentell genau auf diesen Grenzebenen wenigstens immer mal so ein bisschen vorspielen. Okay, vielen Dank. Gut, also vielleicht abschließend auch zu der Dame, die fragte nach dem Zivilgesellschaft nochmal, dem Funken, der überspringt. Man antwortet darauf natürlich nicht so, so offensiv, weil natürlich erhofft man sich, dass das dadurch etwas entsteht. Aber man versucht sich natürlich auch vor dem Verdacht, dem eigenen Verdacht der Naivität zu schützen. Vielleicht müssen wir das aufgeben. Vielleicht sollte man zu bestimmten Naivitäten widerstehen. Ich möchte noch mal ein Plädoyer halten oder erinnern. Also ich finde das Wort Allianzen sehr gut, vielleicht sogar besser als Vernetzung. Wir haben in Dresden sehr stark gelernt, Allianzen zu suchen, quer durch die künstlerischen Bereiche, aber auch die intellektuellen Bereiche der Stadt hindurch. Man merkt dann selber, wenn man über die Kooperation mit dem Puppentheater und die Kooperation damit etc. Redet und man zusammensitzt, man merkt dann selber, wie stark man in künstlerischen Konkurrenzen und auch Arroganzen befangen ist. Und ich glaube, dieser Prozess der Politisierung des Theaters hat für uns eine andere Lernseite, nämlich dass wir in einem stärkeren Maße vielleicht auch wieder nachspüren müssen, was uns sozusagen an kreativem Suchen bei allen unterschiedlichen Formen und Abgrenzungen verbindet. Und dass man dieses Verbindende vielleicht wieder stärker in den Vordergrund solch eines gesellschaftspolitischen Prozesses schiebt. Und man kann sich dann über die einzelnen Inszenierungen bis zur Weißglut irgendwie streiten und ob das sinnvoller ist oder das sinnvoller. Aber das sind ehrlich gesagt Marginalitäten vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung. Und dessen müssen wir uns bewusst sein und sollten wir uns bewusst sein. Vielen Dank. Dem ist aus meiner Seite. So, mein Dank geht an Amelie Döffelhardt und Wilfried Schulz für die klaren Positionen, auch für die Perspektiven.
dass wir nämlich in Bündnissen, in Allianzen, glaube ich, am stärksten Veränderungen hervorbringen können. Ich beende die Diskussion an dieser Stelle und bitte meinen Kollegen Christian um Verzeihung, dass wir so überzogen haben, aber es ging nicht anders und vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Wir sehen, es hat eine hohe Komplexität und es ist absolut notwendig, dass genau solche Gespräche weiterhin geführt werden und geführt werden müssen. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen zum letzten Akt, zum letzten gemeinsamen Akt, wenn Sie noch Lust haben. Wir werden in wenigen Minuten dort auf der Treppe, wird Maschek auftreten, die Wiener Synchron-Dubber. Das heißt, Video dort auf der Wand, dazu wird synchron gedubbt. In etwa 5, 6, 7 Minuten geht's los. Sie können noch was trinken dazwischen, dann klingeln wir einfach ein und freuen uns, wenn Sie noch bei uns bleiben für die letzten 40 Minuten der Konferenz. Dankeschön. Ich habe gesagt, schon notwendig.